Okay, die Türen sind zu, damit uns keiner schreien hört. Schönen guten Nachmittag. Wir werden uns in der nächsten Stunde mit dem Thema Micro-Frontends beschäftigen. Und ich beginne da mit drei guten alten Bekannten, nämlich mit denen da. Wer kennt denn die noch? Ja, nicht die drei Damen vom Gridl, sondern das Trio mit vier Fäusten. Zumindest in der deutschen Übersetzung, im englischen Original, haben die ganz anders geheißen. Und meine Inspiration damals war der linke Kerl. Das war nämlich kein Haudegen, der gleich mit den Fäusten überall zugehaut hat, sondern das war der Techniker. Der hat wunderbare Lösungen gebaut. Ich erinnere mich noch an die Sendung, wo er sich mit einem Akustikkoppler in eine Behörde reingehackt hat. Und irgendwie, obwohl er genial war, war er doch ein Einzelkämpfer, oder? In seinem Bereich, in der Technik, war er alleine und hat da Lösungen zusammengebraut. Softwareentwicklung ist mittlerweile allerdings anders strukturiert. Softwareentwicklung ist ein Teamsport. Da müssen verschiedene Leute zusammenspielen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Ich meine, darum drehen sich ja alle agilen Methoden, dass man irgendwie ein gutes Zusammenspiel erreicht. Und genau genommen ist es so, dass das Zusammenspiel zwischen Menschen gar nicht mehr ausreicht. Softwareprojekte sind mittlerweile so groß, dass gesamte Teams zusammenspielen müssen. Jetzt ist es schon schwierig genug, verschiedene Menschen zum Zusammenspiel zu bewegen, geschweige denn gesamte Teams zum Zusammenspiel zu bringen. Insofern brauchen wir da Lösungen, um das zu schaffen, um verschiedene Teams zu koordinieren. Ein weiteres Problem ist, dass wir heutzutage Software für die halbe Ewigkeit warten müssen. 10 bis 20 Jahre ist da keine Seltenheit. Da ist die 5-Jahres-Mission der Enterprise gar nichts dagegen. Plus, wir haben das Problem mit den Milchprodukten. Ich habe es heute schon erwähnt. Wir haben mittlerweile Milchprodukte, die länger halten als so manches JavaScript-Framework. Das strebt dem Ganzen natürlich diametral entgegen. Eine Lösung scheint seit ein paar Jahren gefunden zu sein, vor allem im Backend. Da hat man gesagt, wir machen nicht mehr nur ein großes System, sondern viele kleine Systeme. Kleine, wartbare, austauschbare Systeme. Jedes Team fokussiert sich genau auf sein eigenes Teilsystem. Da spricht man von Microservices. Wenn man diese Idee ins Frontend überträgt, und das sieht man in den letzten paar Jahren immer häufiger, dann landet man bei Micro-Frontends. Und ich habe in den letzten Jahren relativ viele Firmen dabei unterstützt, genau so etwas zu bauen. Und das Spannende daran ist, dass die meisten Frameworks diese Spielart gar nicht unterstützen. Angular, Vue, React, all die anderen sind nicht mit diesem Mindset im Hinterkopf gebaut worden. Nichtsdestotrotz habe ich im Laufe der Zeit ein paar Strategien entwickelt und die münden in etwas, was ich hier mal in 6+1 Schritten zusammengefasst habe. Ich habe festgestellt, Sie müssen sich, egal welche Strategie Sie für Micro-Frontends verwenden, sich mit dem Thema Komposition beschäftigen. Komposition bedeutet, Sie haben zig kleine Frontends, sagen wir 10 kleine Frontends, aber irgendwie müssen Sie das Ganze als großes Ganzes dem Benutzer anbieten. Der Benutzer, die Benutzerinnen haben keine Freude damit, jeden Tag in der Früh 50 Anwendungen neu zu starten. Wir müssen uns über das Routing Gedanken machen. Irgendwie wollen wir von einer Maske in einer Anwendung in eine andere Maske, eine andere Anwendung reinrouten. Es geht um eine sinnvolle Kompilierung und vielleicht zwar so, dass wir Angular und all die anderen Frameworks nicht 50 Mal kriegen, sondern nur einmal herunterladen müssen. Es geht um das Laden der Einzelsysteme in das Gesamtsystem. Es geht um Kommunikation zwischen den Micro-Apps und es geht um das Teilen von Komponenten. Vielleicht brauche ich dieselben Widgets in verschiedenen Komponenten. Schlussendlich, und das ist mein Bonuspunkt, geht es auch um das Thema Security, Authentifizierung zum Beispiel. Authentifizierung ist mein Bonuspunkt, weil der unterscheidet sich nicht großartig zu dem, was wir von klassischen Systemen her kennen. Darf mich an der Stelle ganz kurz vorstellen. Ich bin Manfred. Ich bin als Angular Trainer und Berater unterwegs. Ich helfe laufend Firmen bei der Entwicklung von Enterprise Software. Und mein aktuelles Produkt dreht sich auch um das Thema. Wir machen verschiedene Workshops, allesamt im Bereich von Angular im
Bereich von Unternehmenssoftware. Gibt's teilweise öffentlich in verschiedenen Städten, meistens aber in-house. Ich bin Teil des Google Developer Experts Teams. Balsam für die geschundene Seele. Das heißt, ich habe eine direkte Verbindung zu Google, kann da Fragen einlasten. Ab und zu kommen auch Antworten retour. Und seit ungefähr einem Jahr bin ich auch im Angular-Team als Trusted Collaborator. Sie wissen ja, das Wort Kollaborateur existiert auch im Deutschen. Da hat es genau dieselbe Bedeutung wie im Englischen, allerdings immer mit einem negativen Touch, oder? Und wenn Sie sich so meine ersten Pull-Requests anschauen, naja, das war eher die deutsche Bedeutung von Kollaborateur. Mittlerweile bin ich allerdings da auch aufgegleist und hoffentlich ein wenig nützlich für die Leute. Sie hören es an meinem Akzent, da passt was nicht. Ich komme aus Österreich, kann nicht mal passieren, aber bin sehr stark trotzdem mit Deutschland verbunden, bin so im Schnitt jede zweite Woche hier und helfe Firmen eben bei der Entwicklung mit Angular. Ab und zu darf ich auch in andere Länder einreisen, wenn ich verspreche, mich ordentlich zu benehmen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal mit den Schritten, die uns zu Micro-Frontends führen. Und wie jeder gute Entwickler, jede gute Entwicklerin, beginne ich bei Null zu zählen. Ich habe nämlich eine Vorbedingung. Bevor Sie sich das Ganze antun, bevor Sie sich da reindenken, müssen Sie sicherstellen, dass dieser Architekturstil für Sie passt. Dieser Architekturstil löst nämlich ganz viele Probleme. Das Ganze bringt Ihnen allerdings nichts, wenn das nicht Ihre Probleme sind. Wenn das nicht Ihre Probleme sind, dann haben Sie dadurch gleich weitere Probleme und weitere Aufwände. Wann passen Micro-Frontends? Naja, die passen vor allem dann, wenn sie an organisatorische Grenzen stoßen. Micro-Frontends erlauben es nämlich, ihre Teams voneinander zu entkoppeln. Das heißt, das Ganze macht am meisten dann Sinn, wenn sie verschiedene Teams haben. Wenn sie sagen, hey, wir sind eh nur drei Entwickler, dann wird das wahrscheinlich zu viel für sie sein. Darüber hinaus hilft das, dass ihre Teams autark arbeiten können. Das heißt, sie können direkt arbeiten, ohne sich ständig gegenseitig abstimmen zu müssen. Miteinander reden ist zwar wichtig, gar keine Frage, aber wenn Sie die halbe Zeit in Meetings verbringen, dann passt irgendwas nicht und vielleicht kennen Sie auch solche Projekte, wo man es gerne anders hätte. Es geht auch darum, dass Sie im Laufe der Zeit Ihre Technologieentscheidungen revidieren können, Ihre Architekturstile. Vielleicht kommen Sie nach 5 Jahren drauf, dass der nächste Teil, den Sie programmieren, am besten mit ganz einer anderen Software programmiert werden sollte. Mit einer anderen Technologie, mit einer anderen Technologie-Stack oder einer anderen Architektur. Bei einer Software, die lange Zeit lang gepflegt werden muss, macht das durchaus Sinn. Wir wollen ja nicht auf unsere Architekturentscheidungen von heute für die nächsten 20 Jahre verhaftet sein. Plus, es geht um ein separates Deployment. Stellen wir uns vor, Sie haben etwas Wunderbares gebaut und können es nicht ausliefern, weil Sie erst warten müssen, bis 7 andere Teams auch so weit sind, dass sie liefern können. Sowas wollen wir nicht. Wenn wir fertig sind, wollen wir liefern. Wir wollen im agilen Sinn unseren Kunden sofort Business Value bieten. Eine wichtige weitere Voraussetzung dafür, dass das klappt, ist, dass Sie es schaffen, Ihr System in lauter kleine Teilsysteme zu unterteilen. Lauter kleine Teilsysteme, die möglichst autark arbeiten können. Wenn viele Use Cases über viele Systeme drüber lappen, dann passt es nicht so gut. Konkretes Beispiel, ein komplexer Editor für grafische Prozesszeichnungen. Einen Grafikeditor werden Sie nur schwer in verschiedene Bestandteile aufsplitten können. Mein Beispiel, das Flugmanagementsystem, das können Sie relativ einfach auf verschiedene Teilchen aufteilen. Da ist es sogar wahrscheinlich, dass bestimmte Benutzergruppen immer nur einen Teil verwenden. Oder auch das klassische ERP-System. Das klassische ERP-System ist seit Jahrzehnten in kleine Teile aufgesplittet. Da gibt's die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung, die Kostenrechnung, die Personalverrechnung. Die brauchen einander nicht so sehr. Ab und zu fließen Daten hin und her. Das kriegen wir über Schnittstellen hin. Anders ausgedrückt müssen Sie es schaffen, Ihr System in Subdomänen zu unterteilen.
Wenn Sie sagen, jawohl, diese Voraussetzungen, die sind erfüllt, dann können wir gleich mit Punkt 1 starten, nämlich mit der Komposition. Wie schaffen wir es, dass wir all diese kleinen Mosaiksteinchen als großes Ganzes anbieten? Und da habe ich zwei Ansätze für Sie. Der erste Ansatz ist fast so einfach, um wahr zu sein. Da geht es um eine Integration mit Hyperlinks. Das heißt, ich habe lauter kleine Micro-Frontends und die werden über Hyperlinks miteinander verknüpft. Hyperlinks existieren seit über 30 Jahren und ich habe noch nie jemanden schlecht über Hyperlinks reden hören. Das scheint echt eine valide Technologie zu sein. Und es passt auch super für eine bestimmte Art von Produkten. Ich würde diese Art als Produktsuite bezeichnen. Eine Produktsuite wie zum Beispiel Office 365. Da ist jede Anwendung eine eigenständige Single-Page-Application und über Hyperlinks können Sie zu anderen Single-Page-Applications navigieren. Oder auch die Google Suite arbeitet genau nach demselben Prinzip. Wenn Sie an das eine oder andere ERP-System denken, CRM-System, was auch immer, werden Sie auch solche Grenzen und Möglichkeiten entdecken. Der Einsatz von Hyperlinks hat ein paar Vorteile. Ein Vorteil ist, er ist wirklich simpel. Es gibt wahrscheinlich nichts Simpleres wie die Integration bei Hyperlinks. Und Sie können Ihre Frameworks so verwenden, wie sie gedacht sind. Nachteil, Sie verlieren Ihren Anwendungszustand, wenn Sie herumnavigieren. Plus, Sie müssen eine ganz neue Anwendung laden. Genau das wollten wir eigentlich verhindern, wie wir Single-Page-Applications erfunden haben. Deswegen habe ich vorhin gemeint, wenn der Benutzer ständig in einem Use Case hin und her springen muss zwischen Micro-Frontends, dann passt der Ansatz nicht ganz so gut. Ein Ansatz, der aus meiner Sicht ein wenig benutzerfreundlicher ist, allerdings auch komplexer ist, ist der Ansatz hin zu einer Shell. Das heißt, Sie haben hier eine Anwendung, eine Single-Page-Application zum Beispiel, und die kann andere Single-Page-Applications, andere Micro-Frontends bei Bedarf laden und präsentieren. Die einfachste Lösung dafür ist wahrscheinlich der Einsatz von iFrames. Da weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe immer so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich das Wort iFrame höre. Aber Fakt ist, die Lösung, die existiert da draußen und teilweise ist diese Lösung auch eine gute Lösung, weil man damit Legacy-Anwendungen integrieren kann. Plus, Sie haben eine wunderbare Isolation. Die Anwendung im iFrame kann niemanden hacken. Maximal sich selber. iFrames sind mittlerweile gut wegisoliert. Das kann ein Thema sein, wenn Sie Software von Drittanbietern einsetzen. Eine andere Lösung ist, dass Sie das alles serverseitig machen. Gut, dann sind wir weit weg von Single-Page-Applications. Und die Lösung, die ich heute präsentieren werde, ist, dass Sie innerhalb einer Index.html verschiedene Micro-Frontends bootstrappen. Das heißt, Sie haben eine Index.html und da laden Sie bei Bedarf die erste Angular-Anwendung rein, die zweite Angular-Anwendung rein, die dritte Anwendung rein. Wenn es mit einer anderen Technologie geschrieben ist, dann ist es auch nicht schlimm. Was sind da die Vor- und Nachteile? Ein Vorteil ist, Sie bieten dem Benutzer etwas an, das wirklich benutzerfreundlich ist. Ein großer Nachteil ist, Single-Page-Application-Frameworks sind auf das nicht vorbereitet. Das heißt, Sie müssen ein wenig tricksen. Sie müssen so ein wenig in die Trickkiste greifen und Code schreiben, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Ich spreche von DOM-Manipulationen. Unterm Strich müssen Sie mit diesen DOM-Manipulationen Ihr eigenes kleines Meta-Framework schreiben, das all Ihre Single-Page-Applications orchestriert. Für manche Leute fühlt sich das irgendwie schmutzig und unnatürlich an. Andere Leute sagen, naja, so haben wir halt vor 20 Jahren gearbeitet, warum machen wir das jetzt nicht auch im kleinen Rahmen, nämlich da, wo es notwendig ist. Dazu habe ich eine kleine Demo vorbereitet. Diese Demo zeigt, was ich meine. Diese Demo besteht aus einer Shell und ich kann da in diese Shell verschiedene eigenständige Angular-Anwendungen reinladen. Wie gesagt, die könnten auch auf anderen Technologien basieren. Vue oder React oder sonst irgendwas, was man gerade so vorfindet. Da kann ich hin und her schalten und jede von diesen Anwendungen hat dann ihr eigenes Routing. Das Interessante daran ist,
Jetzt auf, oder? Da sehen wir die Schädel und da kann ich hin und her schalten zwischen meinen Anwendungen, zwischen meinen Micro-Frontends. Ich sage dazu auch meine blaue und meine rote Angular-Anwendung. Das Interessante daran ist, dass die Anwendungen im Arbeitsbereich auf der rechten Seite tatsächlich eigenständige Anwendungen sind. Das sieht man daran, dass die hier zum Beispiel im Standalone-Mode läuft. Das heißt, ich kann die separat testen, ich kann die separat deployen und dann, wenn die neueste Version deployed ist, wird sich die Shell diese Version ziehen und dem Benutzer präsentieren. Wir werden dann später sehen, wie man so etwas programmiert. Und damit ich überhaupt noch was programmieren kann, das ist eine fertige Lösung, werde ich hier mal meinen Branch wechseln. Gehe mal weg vom Master Branch hin zum Buster Branch. Wunderbar. Somit habe ich nicht mehr den gesamten Code und ich kann später ein wenig was dazu programmieren. Machen Sie das in der Praxis auch so? Nee? Okay. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Routing. Irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir zwischen diesen Anwendungen hin und her routen können. Sie haben es gerade gesehen, von der einen Maske der einen Anwendung auf die andere Maske der anderen Anwendung. Und da nutze ich einen kleinen Trick. Ich vergebe Präfixe. Aufgrund dieser Präfixe wissen wir, welche Anwendung gerade aktiv ist. Der Client A hat den Präfix Client A und eine eigene Route. Dasselbe gilt für Client B, Client C und so weiter. Schauen wir uns auch dazu den Code ein wenig an. Hier sehen wir meine Routen für den Client A und jetzt bin ich wirklich drauf, wunderbar. Jetzt sehen Sie hier, dass ich tatsächlich einen Präfix habe, Client A. Alles, was der Client A anbietet, beginnt eben mit diesem Präfix. Die Standardroute routet uns gleich um in die Welt von Client A / irgendwas. Darüber hinaus habe ich hier auch eine Catch-All-Route, also eine Route, die alle restlichen Pfade auffängt. Das ist notwendig, weil ich werde ja vielleicht mal andere Anwendungen anrouten und dann soll die Anwendung nicht beleidigt sein. Die soll zumindest auf irgendeine Default-Komponente gehen, wenn da sowas drinnen steht wie Client B / bla bla bla. Plus, ich route im Hash-Segment. Das ist jetzt zwar keine Voraussetzung, aber macht ein paar Sachen simpler. Im Hash-Fragment routen heißt, wir haben eine URL, das Hash-Symbol und dann haben wir da die Route, sowas wie Client A und so weiter und so fort. Ich mache das deswegen, weil jeder Browser hat Events, die uns darauf hinweisen, dass sich das Hash-Event geändert hat, dass sich das Hash-Segment geändert hat. Das heißt, wir können sofort darauf reagieren, wenn eine meiner Anwendungen zu routen beginnt. Das gilt nicht unbedingt für andere Routing-Stile, da muss man sich selber was überlegen, damit jeder kapiert, dass gerade die Anwendung dort und dort hingeroutet hat. Gut, kommen wir zum dritten Schritt, die Kompilierung. Der Schritt, der ist jetzt ein wenig aufwendiger. Da muss ich auch ein wenig weiter ausholen. Und ich beginne da auch gleich einmal mit einer kleinen Demo, um das Problem aufzuzeigen, das wir haben. Ich marschiere da mal raus auf die Konsole und kompiliere mal mein erstes Micro-Frontend, nämlich den Client A Angie Build Production Mode. Client A. Ja, das dauert jetzt ein wenig, aber Sie wissen ja, Geduld ist eine Tugend und das Angular-Team lehrt uns diese Tugend immer wieder aufs Neue. Vielleicht nutzen wir mal die Zeit, gibt es Fragen bis daher? Irgendwas, was Ihnen bis daher spanisch vorgekommen ist? Kennt jemand einen guten Witz? Nee? Okay. Die Spannung steigt. Bitte? Sagt der Entwickler, ich hab's gleich. Sagt der Entwickler, ich hab's gleich, ja. Kenne ich von irgendwoher, das haben wir hier auch, aber gleich haben wir. Sie wissen, die letzten Meter sind die schwersten, aber gleich sind wir da durch. Gemeinsam schaffen wir das. Naja, was haben wir da als Ergebnis? Wir haben unseren schönen Client kompiliert, das freut uns natürlich, und wir kriegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bundles.
cool, oder? Jetzt müssen wir nur mehr diese 6 Bundles in die richtige Reihenfolge in die Shell laden und schon scheint da unser Micro-Frontend auf. Ist toll, oder? Nee, das ist irgendwie nicht so schön. Schöner wäre es, wenn wir ein einziges Bundle kriegen würden, das wir laden können. Und das kann leider die CLI von Haus aus nicht. Die Angular CLI nutzt im Unterbau Webpack. Webpack kann das. Die CLI veröffentlicht diese Möglichkeit nicht. Das hat mich gestört und deswegen habe ich da ein kleines Tool geschrieben, das nennt sich NGX Build Plus. NGX Build Plus erweitert die Angular CLI um ein paar kleine Tricks. Nichts Aufwendiges. Ich glaube, das Ding hat, keine Ahnung, unter 100 Codezeilen. Mit NGAdd wird es hinzugefügt. Das heißt, ich orientiere mich da an die Best Practices im Angular-Ökosystem. Ich gebe mein Projekt an und schon wird das Ding installiert. Er wird jetzt sagen, er hat das Ding schon heruntergeladen, nichtsdestotrotz aktualisiert er seine Konfigurationsdatei. Ja, und wenn man das jetzt gemacht hat, dann hat man bei ng-build einen weiteren Schalter, nämlich Single Bundle. Und das ist genau das, was wir haben wollen, oder? Da kriegen wir dann ein einziges Bundle raus, das wir in unsere Shell laden können. Dauert leider wieder ein wenig. Vielleicht hätte ich doch nicht bei der Hardware sparen sollen. Mache ich nie mehr, ich verspreche es. Übrigens nutzt von Ihnen jemand Web Components? Ja, NGX Build Plus unterstützt Sie auch bei der Arbeit mit Web Components. Es fügt für Sie automatisch die notwendigen Polyfills ein. Das ist irgendwie auch immer ein Krampf. Polyfills runterladen, die müssen in der richtigen Reihenfolge registriert werden, damit sie sich nicht gegenseitig wehtun. Ja, Single Bundle heißt, ich bekomme 4 Bundles. Ja, aber es ist kein Bug, sondern ein Feature, weil mein Single Bundle ist das hier, meine Main.js, da ist mein Programmcode drinnen. Die Polyfills und die Skripte, die werden ganz bewusst separat gehalten, gebe weitere Schalter, um das zu verhindern, weil die gebe ich in der Regel nicht weiter. Die Shell hat ja ihre eigenen Polyfills. Ich will die nicht noch einmal laden. Die Shell hat auch ihre eigenen Standalone-Skripte. Die will ich dort auch nicht noch einmal laden. Was ich da laden möchte, ist die Main.js. So, jetzt sehen wir da, die Main.js hat 250 gerundet Kilobyte. Unter uns, meine Fallstudie hat da eine ziemliche Mickey-Maus-Anwendung präsentiert. Die tut nichts, die schaut nur aus, aber die tut nichts. Die präsentiert da nur ein Dummy-Formular und für das 200 irgendwas Kilobyte, das ist recht viel. Unter uns, würde die Anwendung was Sinnvolles tun, dann wären wir da wahrscheinlich ums Doppelte, ums Dreifache drüber. Da wären wir mindestens bei 500 irgendwas Kilobyte, wenn nicht noch mehr drüber, wenn wir auch Drittanbieter-Steuerelemente verwendeten. Das heißt, es kann sein, dass wir ein Problem mit der Bundlegröße kriegen. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, was kostet die Welt? Ich habe Bandbreite genug. Bundle Size ist nicht mein Thema, außerdem sind wir im Internet. Und andere Leute sagen vielleicht, naja, Bundle Size ist schon ein Thema, weil wir haben da Kunden, die greifen über 3G drauf zu und die sollen trotzdem bestellen, oder? Schauen wir uns mal an, warum hier die Bundles so groß sind. Es ist nämlich so, wir kriegen nicht nur unseren eigenen Code da rein kompiliert, sondern auch Teile der Frameworks, die wir einsetzen. Angular, Bootstrap, NGRX und was wir sonst nicht alles einsetzen, kommt da rein, zumindest zum Teil das, was das Tree-Shaking überlebt. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das ist blöd, zwecks Bundle Size, dann müssen wir uns an der Stelle etwas Besseres überlegen, dann müssen wir Wege finden, diese Libraries zu teilen. Und ich habe da lange gesucht und auch mit einem Angular-Team diskutiert und wir haben dann eine Lösung gefunden. Eigentlich hat das Angular-Team eine Lösung gefunden und ich habe sie implementiert, nämlich der Einsatz von UMD-Bundles. Kennt UMD noch jemand? Ja, es ist ein altes Bundle-Format. Es ist ziemlich retro. Das ist sowas von 2015. Damals hat man das verwendet, 2015. Und das OMD-Format ist so gestrickt, dass solche JavaScript-Dateien auf verschiedene Art und Weisen geladen werden können.
Und wenn alle Stricke reißen, dann nistet sich ein OMD-Bundle in den globalen Namensraum ein. Das heißt, wir haben so wie damals eine globale Variable, wo plötzlich die Library zu finden ist. Eine globale ng-Variable für Angular, eine globale Vue-Variable für Vue oder Dollar. Sie alle kennen das Dollar, oder? Von jQuery. Ach, wie haben wir es gern gehabt. Genau dasselbe Spielchen würde ich hier auch machen. Somit landet tatsächlich mein Framework im globalen Namensraum und kann von den Bundles verwendet werden. Jetzt, da müssen wir halt diesen Bundles sagen, dass sie die Frameworks nicht mehr mitkompilieren sollen, sondern dass sie auch auf den globalen Namensraum zugreifen sollen. Und auch das kann Webpack unterhalb der Angular CLI. Die Angular CLI veröffentlicht es nur nicht. Hört sich an wie ein Fall für NGX Build Plus, oder? NGX Build Plus hilft auch bei der Aufgabe. Schauen wir uns das mal an. Machen wir da mal Tabula Rasa. Und ich sage jetzt, der ng-generate kennen wir, ngx build plus. Doppelpunkt externals. Und dann gehen wir noch das Projekt an Client A. Er generiert ein paar Sachen. Ich hätte minus F machen sollen. Ich habe das nämlich schon ausprobiert. Man könnte fast das Gefühl haben, ich hätte mich vorbereitet. Jawohl, da werden die Dateien generiert und das ignorieren wir hier mal. Der Fehler tritt nur auf, weil im Hintergrund bereits eine Instanz von Angular läuft und dieser spezielle NGCC, der Kompatibilitätscompiler für Angular, hängt mit Ivy zusammen, zu einem Zeitpunkt nur einmal ausgeführt werden darf, hat uns auch im Angular-Team ein wenig auf Trab gehalten. Auf jeden Fall sehen wir da, da ist ein wenig was generiert worden, unter anderem eine Webpack Externals.js. Schauen wir da mal rein in die Webpack Externals.js. Na komm her. Die Webpack Externals.js ist eine partielle Webpack-Konfigurationsdatei, die uns einfach nur sagt, dass wir dieses Spielchen von Externals verwenden sollen. Externals heißt bei Webpack, dass manche Libraries nicht mitgebundelt werden. Diese Libraries werden stattdessen im globalen Namensraum unter einer bestimmten Variable erwartet. Angular Core wird unter ng-core erwartet, Angular Common wird unter ng-common erwartet und so weiter und so fort. Könnte die Liste auch noch nach Belieben erweitern. Gut, somit haben wir mal die Voraussetzung dafür geschaffen, dass externe Sachen zur Laufzeit eingebunden werden, genauso wie Win32-Routinen in C-Sharp eingebunden werden. Was haben wir dann noch generiert bekommen? Die Angular JSON ist aktualisiert worden. Ist ja ein Ding, schauen wir auch da mal rein. Was hat die Angular JSON gemacht? Naja, die hat ein paar Skripte eingetragen, nämlich die OMD-Bundles von Angular. Die Liste könnte hier auch noch erweitert oder geschrumpft werden. Ich habe derzeit hier ein wenig mehr drin, als ich brauche, aber was man hat, das hat man. Und zu guter Letzt ist auch noch die Package JSON erweitert worden, nämlich um ein Skript, um ein Build-Skript. Und das Skript, das führe ich jetzt mal aus. npm run build client a externals. Da wird ng-build jetzt mit ein paar Parametern gestartet. Ich würde mir die nie merken, darum gibt es hier das generierte Skript. Und da werden wir jetzt gleich etwas Lustiges sehen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Dürfte jetzt ein wenig schneller sein, oder? Wir sind schon gewohnt mittlerweile. Ab und zu zählt er runter. Fällt Ihnen das auf? Mit uns kann er es ja machen. Ja, unser Main-Bundle ist um die Hälfte kleiner. Wobei, das um die Hälfte muss ich relativieren. Bei diesem Mickey-Maus-Beispiel ist es die Hälfte. Lassen Sie es mir anders sagen. Das Main-Bundle beinhaltet nur mehr unseren eigenen Code. Keinen Frameworks-Code mehr. Der Frameworks-Code befindet sich im Scripts-Bundle. Und das ist eine Megabyte groß. Hey, das war ein schlechter Tausch, oder? Warum ist das Scripts-Bundle so groß? Naja, OMD ist nicht reshakable.
Das heißt, das Spielchen funktioniert zwar super, macht aber erst Sinn ab einer bestimmten Anzahl an Micro-Frontends. Nämlich dann, wo die Ersparnis da oben den Oberhead von da unten überwiegt. Also wahrscheinlich bei 5 Micro-Frontends oder so. Aber Fakt ist, meine Frameworks müssen nur mehr ein einziges Mal jetzt geladen werden. Das heißt, ich brauche keine 7 Instanzen von Angular gleichzeitig. Und dann kann ich mein Main-Bundle von der einen Anwendung, das Main-Bundle von der anderen Anwendung, pipapo, in die Shell laden. Ja, das war harter Tobak, aber gemeinsam haben wir das geschafft. Kommen wir zum vierten Punkt. Da geht es ums Laden unserer Micro-Frontends. Und Laden ist zunächst einmal nicht schwierig, oder? Wir müssen ein Bundle laden und dann müssen wir irgendwo im Arbeitsbereich der Shell das Root-Element unserer Anwendung platzieren. Bei mir heißt das Ding Client A. Hier mache ich es hardcodiert, aber wir könnten es genauso gut dynamisch machen und da kommt die 20 Jahre alte DOM-Logik zum Einsatz. Wir fügen das Scripts-Element hinzu und wir fügen das Client-A-Element dynamisch hinzu. Fühlt sich ab und zu komisch an, vor allem dann, wenn man eher nur die Welt von Frameworks kennt. Und es ist auf jeden Fall Low-Level-Programmierung. Deswegen würde ich sowas immer wegabstrahieren, hinter irgendwelchen Services verstecken. Ich will nicht, dass jeder Entwickler, jede Entwicklerin tagtäglich mit dem Code hier konfrontiert wird. Aber Angular selber hat unter der Motorhaube natürlich auch solche Sachen drinnen. Schauen wir uns das mal an, das Laden, da machen wir mal ein wenig Live-Coding. Dazu gehe ich in meine Anwendung zurück, mache mal alles zu, was ich nicht brauche. Und dann gehe ich mal hier in die App-Component meiner Shell rein. Und Sie sehen schon, die App-Component der Shell lässt sich einen Simple Shell-Service initiieren. Und da wird dann die Init-Methode aufgerufen. Diese Init-Methode, die kapselt all diese Unschönheiten, die wir nicht tagtäglich zu Gesicht bekommen wollen. So, zu diesen Unschönheiten gehört hier ein Dictionary Frontends. Ja, die Schreibweise ist gewöhnungsbedürftig bei TypeScript. Ging ja auch anders, aber das ist halt irgendwie so der klassische Einsatz eines Objekts als Dictionary. In .NET wäre das hier ein Dictionary, das die Namen von irgendwelchen Micro-Frontends auf deren HTML-Root-Elemente abbildet. Element, genau. So würde das ungefähr in .NET ausschauen. Ich glaube, da fehlt jetzt auch irgendwo ein Buchstabe, aber Sie wissen, was ich meine. Die Init-Methode sagt hier Eager-Loading, müssen wir dazu machen. Wir können das auch bei Bedarf laden. Hier mache ich Eager-Loading, Client A und Client B werden geladen. Was mache ich beim Laden? Zunächst einmal schaue ich, ob ich das Teil schon geladen habe. Wenn der Client schon da ist, dann haue ich ab, dann tue ich nichts. Als guter Österreicher mache ich nicht so viel, sondern das, was notwendig ist. In weiterer Folge hole ich mir hier ein Outlet aus der Seite, einen Platzhalter und der Platzhalter wird dann um meine Micro-Frontends ergänzt werden und da ich mich garantiert beim Live-Coding beim Pfad verschreibe, habe ich den auch schon einmal vorbereitet. Ich kenne mich mittlerweile. So und jetzt machen wir das Spielchen, das wir auch schon vor 20 Jahren gemacht haben. Ich mache mir ein Script-Tag, Document, Create Element, erzeuge mir ein Script-Tag. Ich weise den Pfad des Bundles zu und dann sage ich document.body append child. Ich haue das Script-Tag rein und schon wird mein Bundle geladen, meine paar 100 Kilobyte. Dasselbe mache ich jetzt auch mit dem Root-Element meiner Micro-App. Element ist gleich document create element. Der Client-Name kommt da oben von draußen rein. Und dann sagen wir hier Outlet, das ist mein Platzhalter, Outlet.appendChildElement. Und ich möchte fürs Erste das Element auch noch verstecken. Jedes DOM-Element hat diesen Hidden Flag, dann kann ich mal auf True setzen. Es wird reingeladen, ist aber fürs Erste mal unsichtbar.
Hab dann hier noch eine Navigate-Methode. Diese Navigate-Methode springt die eine oder andere Micro-App an. Da wird der Pfad übergeben und der Name der Micro-App. Wenn die Micro-App noch nicht geladen ist, dann wird sie geladen. Und dann muss ich halt sicherstellen, dass die richtige Micro-App präsentiert wird. Und dazu werde ich mal durchiterieren. Durch all meine Micro-Frontends. Frontend Name of Object.getPropertyNames von this.frontends. Ich gehe also alle Keys meines Dictionaries durch und hole mir dann für jeden Key aus this.frontends das Root-Element des jeweiligen Micro-Frontends raus. Und sag mal, du bist versteckt. Hitten gleich true. Und am Ende sage ich, jetzt da schalte ich das Micro-Frontend mit diesem Name sichtbar. Das hintereinander zu machen, das verringert Flickern. Noch weniger Flickern hätten wir mit einem kleinen Timeout, aber so tief sink ich nicht, dass ich jetzt da hier auf der Bühne ein Timeout programmiere. Das macht man daheim im stillen Kämmerchen. Okay, zum Schluss wird dann hier auch noch ein Pfad zugewiesen zu meinem Hash-Fragment. Das heißt, wir wissen, wo wir hinrouten wollen. Wir, das ist die Shell zum einen und zum anderen die Micro-App selber. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Rein in die Anwendung. Und nichts geht mehr. Eieiei, anscheinend habe ich mich da irgendwo verkoffert. Es ist so traurig, ich sag's Ihnen. Es ist so traurig. Ja, Sie haben absolut recht. Dankeschön. Sie haben mich gerettet. Wer war das? Dankeschön. Mein Held. Ja, wunderbar. Applaus für den Kollegen. Dankeschön. Puh. Gut, ja, das scheint zu funktionieren. Gut, was ist denn der nächste Schritt? Naja, wir müssen uns irgendwie über Kommunikation unterhalten. Kommunikation zwischen Micro-Frontends. Und das Thema Kommunikation ist ein wenig ein komisches. Weil auf der einen Seite brauchen wir die Kommunikation. Auf der anderen Seite widerstrebt es dem Grundgedanken von Micro-Frontends. Umso mehr die miteinander kommunizieren, umso stärker sind die voneinander abhängig. Und das Aufheben dieser Abhängigkeit war ja der Grund, warum wir ausgezogen sind. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Kommunikation, das heißt, wir werden sie halt sparsam einsetzen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ein Ansatz wäre, dass wir über das Backend kommunizieren, Daten rauf, Daten runter, das macht zum Beispiel Office 365. Ich speichere meine Excel 365 Tabelle in der Cloud, im OneDrive und rufe dann diese Tabelle für einen Serienbrief unter Word wieder auf. Da wird man HTTP verwenden, vielleicht WebSockets oder Server-Send-Events. Eine andere Strategie, die fast so einfach ist, um wahr zu sein, ist diese hier. Ich gebe einfach Daten in die URL rein, ich verwende URL-Parameter. Und das hat einen gewissen Charme, weil erstens stelle ich somit sicher, dass Deep Linking funktioniert, das heißt mein Backbutton funktioniert und Bookmarks funktionieren. Und zum anderen kann ich sicherstellen, dass die Daten in der URL drinnen bleiben. Das heißt, wenn ein Micro-Frontend später geladen wird, Lazy Loading, dann kann es da oben nachschauen, was denn der aktuelle Kontext ist. So einen Mechanismus werden wir so oder so brauchen. Wir müssen wissen, wer der aktuelle Benutzer ist, welcher Kunde gerade ausgewählt ist, welcher Patient ausgewählt ist, welche Kampagne ausgewählt ist. Eine andere Lösung ist, dass wir einen Servicebus in der Shell platzieren und dann können wir über diesen Servicebus kommunizieren. Dieser Servicebus, der würde im globalen Namensraum platziert werden und vielleicht haben Sie schon gemerkt, ich verwende das Wort globaler Namensraum, um das andere Wort zu vermeiden, nämlich das Window-Objekt.
Aber unterm Strich geht's um das Window-Objekt, wo wir zum Beispiel den Servicebus reinlegen. In meinem Fall ein simples Subject. Da kann man sich als Abonnent darauf subscriben, um Infos zu kriegen. Und als Absender kann man mit Next eine Message versenden. Das Interessante hieran ist, wir haben Message Parsing. Das heißt, uns interessiert es nicht, ob sich jemand für unsere Nachricht interessiert oder nicht. Wir schicken die Nachricht raus, fire and forget. Wenn sich viele dafür interessieren, ist es gut. Wenn sich kein Mensch dafür interessiert, dann stört es uns aber auch nicht weiter. Machen wir auch dazu eine kleine Demo mit Implementierung. Ich baue mir hier ein Subject, einen Servicebus. Servicebus New Subject of, ich habe das mal Sys-Event genannt, ganz ein simpler Datentyp, der einfach ein Event repräsentiert, ein Event in meiner Welt der Micro-Apps. Wieder zurück rein. Servicebus. Ja, und bei diesem Servicebus kann ich mich mal subscriben. Na, was machst denn du? Benimm dich. Punkt Subscribe. Da bekomme ich Messages entgegen und diese Messages, die werden mal rausprotokolliert. Beziehungsweise ich muss dann, und das ist ja nicht ganz so schöne Teil davon, das Ganze im globalen Namensraum verstauen, damit die separat geladenen Micro-Apps darauf Zugriff kriegen. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Rein in die Anwendung. Die Micro-Apps, die sind geladen. F12. Und wir sehen, meine Micro-Apps, die schicken mir auch schon Nachrichten. Client A ist zum Beispiel bereit, sagt er mir. Das könnten auch ganz andere Nachrichten sein, wie Kunde 47 ist ausgewählt oder wir sind jetzt im Dark Mode oder wir sind jetzt im Administrationsmodus, was auch immer. Gut, somit hätten wir auch diesen Punkt abgehakt. Kommen wir zum sechsten Punkt, nämlich zum Teilen von Widgets. Ab und zu muss man vielleicht Widgets teilen zwischen Micro-Frontends und da haben wir genau dasselbe Dilemma wie bei der Kommunikation. Zum einen brauchen wir es teilweise, zum anderen widerstrebt es dem eigentlichen Sinn von Micro-Frontends, nämlich der Trennung, der Entkoppelung von unterschiedlichen Projekten. Wir haben da jetzt da verschiedene Möglichkeiten und mit der Möglichkeit möchte ich starten. Eine Möglichkeit, die ursprünglich von Domain-Driven Design aufgezeigt worden ist, nämlich Separate Ways. Separate Ways bricht mit etwas, das wir die letzten 20 Jahre gelernt haben, nämlich Don't Repeat Yourself. Separate Ways heißt nämlich, wir implementieren es in unserer Domäne, in unserem Micro-Frontend separat oder nochmal. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ui, der Steier, der rät uns zu Code-Redundanzen. Ja und nein, wenn wir es nüchtern betrachten, haben wir die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder vermeiden wir Verträge zwischen Micro-Frontends oder wir haben Duplikaten-Code. Eines von beiden können wir haben, aber nicht beides. Und das bedeutet, es gibt in manchen Situationen dennoch den Fall, wo es sinnvoller ist, gewisse Teile noch einmal zu implementieren. Wohlwissend, dass häufig verschiedene Micro-Frontends ohnehin eine ganz besondere Sicht auf dieselben Daten haben. Vielleicht sind es die gleichen Daten, die gleichen Entitäten, vielleicht geht es um ähnliche Konzepte, aber wir haben sicher eine andere Sicht drauf. Denken Sie zum Beispiel an ein ERP-System. Die Anlagenbuchhaltung hat auf die Anschaffung eines Laptops eine ganz andere Sicht wie die Finanzbuchhaltung. In der Finanzbuchhaltung ist es eine Buchungszeile, das Produkt wird irgendwann abgeschrieben. Bei der Anlagenbuchhaltung geht es da um zig Daten, die wahrscheinlich verwaltet werden müssen. Eine andere Möglichkeit, Widgets zu teilen, ist Vanilla.js. Naja, ist jetzt auch nicht so prickelnd. Wir könnten Framework-spezifische Komponenten verwenden.
Jetzt sagen Sie vielleicht, ja Moment, am Beginn erzählt er uns, wir können unterschiedliche Technologien einsetzen und jetzt sagt er, wir nutzen Framework-spezifische Komponenten. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja und nein. Die Tatsache, dass Sie verschiedene Technologien verwenden können, heißt nicht, dass Sie müssen. Ich habe sehr viele Systeme gesehen, wo man bewusst gesagt hat, wir machen Microservices, wir machen Microfrontends, aber trotzdem werden wir fürs Erste alle nur Angular einsetzen, weil sich kein Mensch mehr auskennt, wenn jeder dritte Programmierer eine andere Technologie verwendet. Und dann könnte man mal damit starten, Angular-Komponenten machen und die über NPM scheren. Wohlwissend, dass Sie dank Angular Elements, einem recht jungen Bestandteil von Angular, später mal Ihre Komponenten als Web-Components veröffentlichen können. Und Web-Components funktionieren mit allen möglichen und unmöglichen Frameworks. Mein Vorschlag wäre, überlegen Sie zuerst mal, ob Separate Ways funktioniert. Vielleicht funktioniert es, weil Sie ohnehin eine ganz spezielle Sicht auf die Dinge haben. Wenn nicht, dann starten Sie mal mit Framework-spezifischen Komponenten. Das ist einfach, das haben wir schon zuhauf gemacht. Und wenn es wirklich notwendig ist, dann teilen Sie die übers Monorepo. Und dann, wenn es wirklich, wirklich notwendig ist, dann kann man die als Web-Components mit Angular Elements für andere Frameworks bereitstellen. Das heißt, Sie nehmen die Komplexität schrittweise auf sich und wenn Sie Glück haben, dann kommen Sie bei Stufe 4 gar nicht an. Dazu eine kleine Demo. Angular Elements ist vom Prinzip her nicht kompliziert. Vom Prinzip her brauchen Sie bei Angular Elements genau 2 Zeilen Code. Ich breche die hier mal ein wenig um, damit es besser lesbar ist. Die erste Zeile ist der Aufruf der Funktion Create Custom Element. Was macht Create Custom Element? Es kriegt eine Angular-Komponente rein und es spuckt eine Web-Component aus. Offiziell ein Custom Element, das ist der offizielle Standard, der hier verwendet wird. Wir haben also mit einem einzigen Funktionsaufruf eine standardkonforme Web-Component. Ja, und diese Web-Component kann dann mit Custom Elements Define registriert werden unter einem bestimmten Namen. Client A Widget. Jetzt überlegen Sie noch, ob Sie das Ding in ein separates Bundle reinladen oder ins Bundle Ihres Clients, wo das Ding dazugehört. Ja, und schon können Sie Ihre Widgets miteinander mischen. Ich habe hier irgendwo ein Beispiel dafür verstaut. Da ist es auch schon. Da nutze ich mitten in meinem blauen Client eine Web-Component, die aus dem Hoheitsgebiet meines roten Clients stammt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Bonuspunkt Security. Bonuspunkt deswegen, weil der Punkt unterscheidet sich nicht großartig von anderen Szenarien, von klassischen Single-Page-Applications. Wir haben da 2 Möglichkeiten, zumindest 2 offensichtliche. Zum einen können wir HTTP-Only-Cookies verwenden. Das funktioniert dann, wenn alles die gleiche Origin verwendet. Ein Cookie wird ja nur an die Ursprungs-Origin zurückgesendet. Und auch wenn Sie sagen, naja, irgendwie wollen wir tokenbasiert vorgehen, Fakt ist, HTTP-Only-Cookies gelten derzeit als sicherste Möglichkeit, eine Authentifizierungsinformation im Web zu transportieren. Der Grund ist der Präfix HTTP-Only. Ein Cross-Site-Scripting-Angriff kann Ihnen da nicht stehlen. Das ist sogar der Grund, warum die aktuellen Best Practices von OAuth2 sagen, wenn es möglich ist, dann verwendet HTTP-Only-Cookies. Wenn es nicht möglich ist, weil wir mehr Freiheiten brauchen in dieser servicebasierten Welt, dann werden wir mit Security-Token arbeiten, zum Beispiel mit Shots. Und das bedeutet, dass vielleicht die Shell ihr Token anfordert und dann irgendwie verteilt. Zum Beispiel über einen Message-Bus oder über einen Session-Storage. Somit hat dann jede Micro-Anwendung Zugriff darauf.
Da würde ich auf jeden Fall Standards wie OAuth2 oder OpenID Connect in Erwägung ziehen. Diese Standards sind zwar einfach, aber wenn man sich mit Angriffsszenarien beschäftigt, dann sieht man erst, was man alles falsch machen kann, obwohl es sich dabei um textbasierte, simple Standards handelt. Das heißt, ich würde da nichts selber programmieren, nehmen Sie da fertige Implementierungen. Ja, und vermeiden Sie den Local Storage, da werden die Daten zu lange gespeichert, aber auch URLs. Das ist vielleicht die simpelste Möglichkeit, ein Token zu scheren über eine URL, aber das macht Tür und Tor auf für ganz bösartige und gar nicht offensichtliche Attacken. Wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist gar nicht blöd, was der Steyer da erzählt hat, ich habe über das Thema geblockt, Sie finden in meinem Blog hier das Ganze auf der Textspur, und wenn Sie gesagt haben, ist ja furchtbar, was uns der Steyer erzählt hat, schauen Sie trotzdem vorbei, vielleicht schreibe ich besser, als ich rede, wer weiß. Lassen Sie mich zusammenfassen. Was haben wir heute alles gesehen? Wir haben gesehen, dass wir dank Microfrontends eine Entkopplung zwischen Teams haben. Und das ist vielleicht sogar die Kernaussage. Es geht da weniger um technische Aspekte. Es geht um die Teamorganisation. Die sollen autark arbeiten können. Es geht aber auch darum, dass wir einen guten Domain-Cut hinkriegen. Ohne guten Domänenschnitt wird das Ganze nicht funktionieren. Wir müssen ja schlussendlich unsere große Anwendung in kleine Teilchen unterteilen. Es gibt keinen richtigen Framework-Support. Sie müssen sich Ihr eigenes Meta-Framework schreiben. Die Meta-Frameworks, die es da draußen gibt, die haben mich nicht wirklich überzeugt. Aber Sie haben gesehen, das sind ein paar Zeilen Code. Zwar nicht der schönste Code, weil es Low Level ist, aber es ist nicht viel. Insofern wird es nicht so der Beinbruch sein. Sie können sogar Hyperlinks einsetzen zur Integration. Denken Sie an Office 365, denken Sie an die Google Suite, denken Sie an zig andere Produktsuites, die Sie da draußen finden. Und schlussendlich, ich habe schon erwähnt, Sie brauchen Ihr eigenes Meta-Framework. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ein Hinweis, seien Sie ein wenig so wie Murray, das ist der Linke, der Techniker. Das ist nicht der Haudegen, der sofort zuhaut, sondern das ist der, der zuerst einmal nachdenkt. Denken Sie ein wenig nach, ob das für Sie nur ein toller Hype ist oder ob es wirklich für Sie Sinn macht. Wenn es für Sie nur ein Hype ist, dann lassen Sie es bitte. Dann werden Sie hiermit mehr Schmerzen haben als Freude. Wenn Sie aber sagen, jawohl, das passt doch wie die, um bei der Metapher zu bleiben, Faust aufs Auge für unsere Anwendungsfälle, und da habe ich in der letzten Zeit doch einige gesehen, dann kann das hier Ihren Schmerz deutlich verringern. Hier haben Sie noch meine Kontaktdaten, Sie finden hier meine ganzen Unterlagen und Beispiele, und wenn Sie wollen, folgen Sie mir auf Twitter, damit wir ein wenig in Kontakt bleiben können. Danke, dass Sie da waren, und haben Sie noch einen schönen Tag.